Also seit ungefähr, na, das sind schon 20 Jahren, also mein Dienst als bin ich als Haupt, Leiter, weißt du, der hebräischen und slawischen Gemeinden in der israelischen Gesellschaft bei dem orthodoxischen Patriarchat von Jerusalem. Ja? Griechisch-orthodoxen Patriarchat. Ja, griechisch, ich kann nicht verstehen, ja, aber wir sagen rom-orthodox, das heißt römisch, ja, die sind da römisch, ja, die sind im Westen und die sind auch im Osten. Ja? Also, das war der Reichtum, ja, und ein Teil war römisch, westlich, und das zweite war im Osten, ja, und wir sind deshalb Orthodoxen, ja. Das ist meine Arbeit, meine Pflicht, ja, und Amt, und ich bin auch der Vertreter vom Patriarch Bartholomäus von Konstantinopel, der mich hierher geschickt hatte, obwohl hier in Israel bin ich zu Hause als Israeli. Ich bin Jude von Geburt und Professor des Talmuds, und das bleibt bis heute. Sie sind jetzt jeden Tag beim Gebet dabei gewesen. Ja. Was bedeutet diese Einheitswoche für Sie? Ja, wir nehmen nicht teil an der Woche als Orthodoxe von Jerusalem, ja. Und sie werden normalerweise keinen orthodoxen Priester, Bischof oder was sehen. Ja? Aber ich habe den Segen vom Patriarch mitzukommen, nichts zu sagen, nichts zu beten, nicht öffentlich zu beten, ja, obwohl mit der Zeit, als die Zeit also geht, ja, schon ungefähr 8, 10 Jahre haben wir angefangen, die Woche bei dem Golgotha, ja, anzufangen, und alle, die kommen, ja, die meisten Gemeinden sind also eingeladen, sie können kommen, sie können nicht mitmachen, ja, das sind die Kompleten auf Griechisch, und das habe ich also gefördert, ja, und aufgebaut. Das ist langsam, aber sicher. Ja? Wir haben noch Zeit, hier haben wir Zeit. Ja? Wir haben ein Gefühl der Ewigkeit. Ne? Dieses Jahr haben Sie einen neuen Bischof, Erzbischof gesehen, Isidoros. Ja. Ja? Ja. Das ist auch sehr wichtig. Ja? Er ist, sein Amt ist dort, also in der Grabeskirche. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, alle zu willkommen, ja, und manchmal zu erklären, was wir haben. Wir haben das Kreuz, ja, Wahrkreuz, und nachher die Ikonen, die Reliquien, ja, aus uralten Zeiten, wirklich, ja, von den ersten Jahrhunderten der Geschichte der Kirche. Ja. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, das zu offen, ja, und öffnen und offen zeigen und auch die Leute anzunehmen und herzlich willkommen, wirklich mit Freundschaft und Gastfreundlichkeit anzunehmen. Ja. Wie groß ist Ihre Gemeinde, die Sie betreuen? Die Leute, die hier wohnen, die Einwohner da in Israel, für mich, die sind meistens also Israelis, ja, aber Russen, Rumänien, Serben und so weiter, die sprechen allerlei Sprachen. Ja. Wie viel? Ja. Zum Beispiel, ich weiß, ich habe ungefähr 300.000 Leute, die getauft wurden, 150.000 Leute wohnen im Süden, Negev, ja, Beersheba und so weiter, Süden. Sie sind als Christen angekommen, wurden hier angenommen, ja. Wer in die Kirche geht, ist eine andere Sache. Ja. Zuerst ist das schwer,
Ich zelebriere am Schabbat. Am Schabbat gibt es keinen Autobus, keinen Wagen, keinen Noah. Oder manchmal sie kommen, weil sie einen Wagen haben oder können sie also. Seit 20 Jahren habe ich immer dieselben Familien. Ja, und ich weiß genau, was dort in diesen Familien passiert, ja, und was geschieht und wie es weitergeht. Ich kann verheiraten, also die Heirat zelebrieren, Taufe. Ja. Der Heirat ist das etwas schwieriger, weil der Staat Israels kein bürgerlicher, also keine bürgerliche Heirat hat. Ja. Aber sonst, die kommen vorbei und besonders zur Beichte, weil sie haben keine Möglichkeit zu sprechen. Hier ist das so. Also ich habe sehr viele Leute, die Leute, die hier wohnen, in diesem Lande, auch Araber manchmal, also gemischte Familien. Wir haben alle Möglichkeiten. Ja? Und nachher auch die Pilger. Die Leute, die zum Beispiel aus der vorigen Sowjetunion, Rumänien, Slowakei, Serbien und so weiter, ja, und aus der ganzen Welt. Entschuldigen, wir haben hier, besonders hier, ja, in Zion, da kommen Leute, wie manchmal trete ich raus, ja, und wird jemand kommen, der spricht zuerst auf Spanisch, dann auf Russisch, dann Jiddisch, ja, und er kam aus der, die Familie kam ursprünglich aus der Ukraine durch China, ja, und Argentina und, ja, und nach dem Krach in Argentina, sie sind hierher angekommen und so weiter. Das ist nicht gemischt, das zeigt, wie weit aus die Kirche das Leben, der Glauben, insgesamt existiert, und wir sind in Jerusalem im Mittelpunkt.